Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, nee. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft TV. Ja, ich finde das ganz lustig so. Ja, willkommen zurück. Es ruckelt gerade ein bisschen. Fragt mich nicht warum. Ich habe gerade sogar extra neu gestartet. Ich gehe davon aus, dass langsam echt eine Neuauflage meines PCs vonnöten wird. Sollte sich das jetzt nicht geben, innerhalb dieser Aufnahme werde ich vielleicht sogar die Aufnahme löschen und erstmal den PC neu auflegen. So, erstmal nochmal Tag. Hallo. Enderman, wo? Der war doch gerade hier drin, oder? Ja, langsam pendelt er sich ein. Ich habe ein paar Tage kein Minecraft gespielt. Wahrscheinlich lag es daran. So. Ja, ich hoffe, meine Aufnahmequalität ist vernünftig und werde mich mal rausbegeben in die weite, grausige Welt. Was machen wir denn jetzt? Ich denke. Nee, das denke ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal in den Keller und bauen dann unsere U-Bahn weiter. Ich habe mich ja entschlossen, ein bisschen auch daran zu bauen, wenn wir am Spielen sind. So. Welche waren jetzt die richtige? Das ist Haltbarkeit, Samthandschuhe, die genau. So. Hier hinten ist die Sortier alles aus und räum nichts auf Kiste. Bin immer noch nicht gesund. Das ist das Allerdollste daran. Das brauchen wir auch nicht. Oh, Fackeln können wir immer gebrauchen. Und was zu essen brauchen wir auch. So. Wie gesagt, die geräum nichts auf Kiste war das. Und ich bin, wie gesagt, immer noch nicht gesund. Ich weiß nicht genau, was mit mir los ist. Ich werde wahrscheinlich morgen zum Arzt gehen. Und deswegen kam auch jetzt die letzten 2 Tagen keine Folge. Unter anderem auch, weil halt das schöne Wetter war und wir es ein bisschen draußen genossen haben in unserer kleinen. Naja. So, dann wollen wir mal starten. Und zwar werden wir jetzt erstmal nur geradeaus bauen, bis wir irgendwas finden. Das Gute ist, man kriegt wenigstens Baumaterialien. Man kann mal überlegen, ob wir irgendwas anderes nochmal bauen. Naja. Vielleicht baue ich daraus auch nochmal eine komplett neue Mauer oder so. Die komplette Cobblestone-Mauer abreißen. Da habt ihr bestimmt Lust drauf, oder? Oder soll ich das offscreen bauen? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aus Cleanstone die Mauer schön zu bauen. Naja, schauen wir dann mal. Ja, was kann man jetzt erzählen? Wie gesagt, letzten 2 Tage keine Folge, weil ich, wie gesagt, immer noch meine Husterei habe und auch schöne Wetter. Mal mit der Kleinen am Schwimmen und ein bisschen da draußen. Ganz wichtig, heute habe ich endlich wieder Zeit und das wird jetzt auch ein bisschen öfter wieder sein, da ich Zeit bekomme dafür. Meine Frau, die wird das schon irgendwie für mich so gesehen machen. Ja, sonstigen gibt es eigentlich nichts zu erzählen. So. Und ja, so ist das halt. Gut, wir laufen jetzt zurück, weil ich habe gerade überlegt, wie was wir jetzt machen. Wir werden uns jetzt den Weg schnappen, der bis zum Dingens geht. Wir werden uns. Ah, genau. Das ist die Stelle, wo wir nachher drauf treffen müssen. U-Bahn. Ja, fehlt mir ein Strich, ich weiß. So. Das ist die Stelle, wo wir nachher drauf treffen müssen, damit wir genau in der Mitte sind. Hier ist irgendwas am. In mein Ohr am. Röcheln. Hört ihr das? Scheiß, der röchelt in mein Ohr rein. Das finde ich nie lustig. Naja. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal über Land gehen, beziehungsweise über Wasser. Wir werden uns wahrscheinlich mal eben ein Bötchen bauen. Und dann fahren wir mal zu unserem Schacht, den wir gebaut haben, und werden von dort aus weiter graben, weil da waren ja auch noch relativ viele Höhlen, die noch zu erforschen waren. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Oh, Redstone ist auf dem Weg. Zack. Ja, so effizient jetzt noch zusätzlich wäre richtig geil gewesen, nur das kostet natürlich extrem viel. So.
So, und ab nach oben geht's wieder. Wir beschleunigen das Ganze mal wieder ein bisschen. So. Ich hoffe, das ist euch nicht zu viel gecheatet, nur jedes Mal hier komplett hoch, weil da sind immer noch keine Treppenstufen. Sobald da Treppenstufen sind, sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Wahrscheinlich die halbe Treppe noch umbauen oder so. Weil dann kann man hier Zug hoch. Naja. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen was an Stein. Wir haben so keine Steine. Ja. Zack, das kommt weg. Das brauchen wir dann jetzt für die Welt. Und wir nehmen uns ein bisschen Holz mit. Brauchen wir noch Bretter. Hier nehmen wir ein Stack mit. Und wir nehmen uns... Ach, 4 Workbenches mit. Dann können wir uns an bestimmten Stellen immer mal eine bauen. Hinstellen, die wir dann einfach stehen lassen. So, jetzt werden wir als erstes mal ein Boot bauen. Und los geht's. Wie spät haben wir hier? Ja, mitten am Tag. Passt doch. Sollten wir ja wohl schaffen. So. Hier ist unser kleiner Stall. Die Tiere wachsen und gedeihen. Sehr schön. Und dann legen wir mal los mit unserer Bootstour. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Lal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 a. Oh, hoffentlich, ich hätte kein GEMA-Problem. Aber naja, auf jeden Fall, hier, husten. Schrecklich. Richtig schrecklich. Immer dieser ganze Husten. So. Da hinten irgendwo ist der Wartungseingang. Ich glaube, da unten war mal irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war mal so eine Stelle. Also, als ich damals zum Endportal gelaufen bin, war eine Stelle, wo Luft unter Wasser war. Ja, und was haltet ihr eigentlich davon, dass jetzt Update 1.3 rauskommt? Ich glaube, wir müssen wirklich die Welt nochmal kopieren. Also ich würde jetzt, ich habe mir überlegt, ich würde jetzt gucken, dass so schnell wie möglich endlich mal ins End geht. Wir den Ender Dragon legen und dann mit 1.3 eine neue Welt anfangen oder alles kopieren. Ich bin mir da aber noch nicht ganz so sicher, was wir da am besten machen. Deswegen würde ich euch eher fragen, oder sollen wir vielleicht auf die Pre-Release wechseln und sofort umkopieren und dann das End erst in 1.3 machen. Ich würde euch entscheiden lassen und wäre schön, wenn ihr mir es in die Kommentare schreiben würdet. So. Endeportal. Wartungseingang da. So. Noch 300 und Endportal ist 400. Fast 500. Naja, auf jeden Fall ist der Wartungseingang näher. Und da ist der Spawner. Hier, Spawner. Wer es noch nicht gesehen hatte... Da unten ist er. Ja. Da war sogar recht viele Viecher, muss man dazu sagen. Und da ist immer noch Sand drauf. Naja. Ja, weil in 1.3 kommen ja doch sehr viele Neuerungen. Und da werden auch die Wüsten interessanter. Die Dörfer werden interessanter. Man kann endlich mit den Dorfbewohnern handeln. Das Problem ist, dann gibt es auch neue Erze. Eine Kuh. Mö. Komm, gib mir dein Steak. So, noch eine Kuh. Steaks. So. Und, wie gesagt, die Möglichkeit wäre einfach eine neue Welt zu machen. Wäre ich eigentlich ganz glücklich drüber. Nochmal von vorne anzufangen. Also so gesehen eine zweite Staffel des Let's Play Minecrafts. Und, ja. Diese Welt wird dann natürlich nochmal zum Download freigegeben. Und ihr könnt euch sie ziehen. Und... dann schauen wir einfach mal. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist jetzt gerade aber schlecht. Wie gesagt, ihr entscheidet das. Ich nicht. Mir ist es eigentlich verschiedene Sachen recht. Also daher. U-Bahn, da ist er. Boah, war da tief hier. Das habe ich gar nicht mehr so tief in Erinnerung gehabt. Uiuiuiui. Boah.
fängt ja direkt gut an. Na, wollen wir direkt mal. Also, da hinten ist U-Bahn. Wir haben ein ganzes Stück noch vor uns. Das wir hoffentlich irgendwann mal schaffen werden. Sonstigen vielleicht, wenn ihr halt sagt, wir fangen neu an. Also ich würde auch jetzt schon mit der Pre-Release neu anfangen, wenn ihr das wolltet. Und wie gesagt, euch diese Map zum Download freigeben und würde dann vielleicht einen kleinen Wettbewerb machen, wer diese Welt am schönsten macht und nachher als Videoantwort hochlädt, wird dann vielleicht so was gewinnen oder etc. etc. Oder Gastauftritt in meinem Let's Play, wenn ich glaube ich eine ganz gute Idee. Naja, halt solche Geschichten. Hallo. Das gefällt mir jetzt ja mal gar nicht. Ach, das ist nur Lava. Wenigstens ein bisschen Licht. Licht. So. Ihr entscheidet das Ganze. Und ich glaube, wir werden gleich... Oh. Und jetzt mit Glück. Das ist cool. Naja, was haben wir jetzt? Aus 4 Stück haben wir 6 Stück rausgekriegt. Ja, das ist doch schon mal eine Ausbeute. Lalala, lalalala. Ja, was kann man denn noch so erzählen? Also wir bauen jetzt auf jeden Fall hier diese U-Bahn weiter. Sollten wir mal eine Höhle sehen, werden wir da bestimmt auch reingehen. Und schauen mal, wie es weitergeht. Vielleicht sollte man versuchen, Silk-Touch bzw. Samthandschuh und Glück auf einer Spitzhacke zu machen. Ich glaube, das geht gar nicht. Also ich benutze ja Better Enchanting, aber ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich, glaube ich, schon mal versucht. Ah, ab 1.3 sollen wir noch Eis abbauen können. Mal gucken, vielleicht bauen wir dann in einer neuen Welt eine Art Fördersystem oder so. So. Zack, zack. Oh, schon wieder. Oh, Lava. Ey, was geht denn jetzt ab mit Diamanten? Ey, das ist ja mal voll krass. Diamanten. Das ist ja mal krass. Wir haben jetzt schon 13 Diamanten auf dem kleinen Stück. Ey, da hat sich doch das Laufen direkt gelohnt. Ich sag euch, wenn wir zu Hause sind, gibt es erstmal einen Diamantenhelm. Dann haben wir unsere Diamantenausrüstung und dann wird auch langsam mal gefarmt, um das Ganze zu verzaubern, weil ich werde ja hier noch so lange weitermachen, auf jeden Fall, bis das entschieden ist, ob wir jetzt was Neues anfangen, ob wir erst in den End gehen, ob wir auf dieser Map bleiben, wobei das ist eigentlich das, was ich am wenigsten möchte, dann, ob wir das Ganze, was wir jetzt gebaut haben, natürlich jetzt nicht die ganzen U-Bahn-Systeme, aber zumindest das Haus und den Keller mit der Mobfalle, ob wir den umkopieren. Natürlich würde dann eine neue Mobfalle gebaut werden, die auch irgendwo vielleicht eher in einem Berg drin ist. Naja, halt solche Geschichten. Ich würde, glaube ich, auch mal eine ganz andere Art von Haus bauen. Vielleicht würde ich in einen Berghang reinbauen oder so. Auch eine coole Sache. Also hier ist irgendwo eine Höhle hinter. Ah, ja, echt eine coole Sache. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwann mal ein Baumhaus hin. Naja, dieser hat jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich denke mal, dadurch, dass dieses Haus halt schon stand, haben wir halt echt weniger geschafft, als man hatte, als wenn man direkt so ein Dschungelbinom hätte. Ja, genau. Das kann natürlich jetzt lustig werden.